Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor unserem Erstrunden-Pokalspiel beim SVW in Wiesbaden am Samstag um 18 Uhr in der Pinta Arena. Ich begrüße hier oben FCK-Sportdirektor Markus Schupp, unseren Cheftrainer Kostas Runjajić und FCK-Stürmer Philipp Hofmann. Vorab noch ein paar Zahlen. Für die Partie am Samstag in Wiesbaden konnte der FCK das komplette uns zur Verfügung stehende Kontingent von 3.248 Karten absetzen. Wir gehen davon aus, dass sich die FCK-Fans auch vor Ort versorgt haben und rechnen mit 4.000 bis 5.000 FCK-Fans im Stadion. Die Verkaufszahlen der nächsten Spiele für das Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig sind Stand jetzt 22.500 Tickets verkauft. Für das Spiel gegen den FSV Frankfurt haben sich aktuell rund 17.000 Fans mit Tickets eingedeckt. Der Schiedsrichter der Begegnung am Samstag ist noch nicht bekannt. Sobald der DFB dies bekannt gibt, werden wir es natürlich auf unserer Homepage und unseren sonstigen Netzwerken im Internet veröffentlichen. Dann Kostas zum Spiel am Samstag, DFB-Pokal, erste Runde. Letztes Jahr war der DFB-Pokal was ganz Besonderes. Der FCK hat es geschafft, ins Halbfinale vorzudringen. Da stand dann dieses tolle Erlebnis an bei Bayern München. Viele Spieler, die heute dabei sind, haben das letztes Jahr miterlebt. Sorgt das für eine besondere Motivation in den Köpfen der Spieler, wenn man sowas mal erlebt hat? Oder musst du sie noch mal motivieren? Ja, in München hatten wir wahrlich ein tolles Erlebnis und ein schlechtes Ergebnis. Aber es war ja abzusehen und insofern wollen wir auch dieses Jahr eine gute Rolle in diesem Wettbewerb spielen. Ich glaube, wir brauchen uns da nicht jetzt zusätzlich zu motivieren. Es ist ein besonderes Spiel, es ist ein besonderer Wettbewerb. Wir treffen auf einen sehr unangenehmen Gegner, der sehr gut in die Saison gestartet ist, bisher ungeschlagen. Und dementsprechend nehmen wir auch diese Aufgabe sehr ernst. Bekanntlich gibt es keine Unentschieden in diesem Wettbewerb. Und somit wollen wir auch das Spiel gewinnen und eine Runde weiterkommen. Dankeschön, Kostas. Markus, du bist einer derjenigen, die wissen, wie man im Pokal in Wien-Wiesbaden gewinnt. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Das letzte Pokalspiel, das der FCK gegen Wien-Wiesbaden gespielt hat, war in der Saison 88-89. Markus Schupp wurde beim Stand von 1-2 eingewechselt in der 80. Minute für Axel Roos. Wir konnten danach das Spiel noch mit 3-2 gewinnen. Markus, hast du noch eine Erinnerung an dieses Spiel? Leider nein, komplett nicht. Nein, keine Erinnerung mehr an das Spiel. Welche Rolle spielt jetzt aktuell, um auf die jetzige Zeit zurückzukommen, welche Rolle spielt der DFB-Pokal für einen Verein wie den FCK? Ja, ist ein ganz, ganz wichtiger Wettbewerb für uns. Neue Gelder auch, frische Gelder in den Verein zu spielen auch und auch, wie man auch bekanntlich weiß, der kürzeste Weg, auch in ein Endspiel zu kommen oder einen Titel auch zu gewinnen. Natürlich ist das ganz weit gegriffen jetzt, aber wir denken jetzt an diese Runde und wir haben mit Wien Wiesbaden wirklich einen unangenehmen Gegner, der sehr gut in die Saison gestartet ist, beide Heimspiele gewonnen, punktgleich mit Platz 1 und 2 und ja, auch erfahrene Spieler in ihren Reihen, Erstliga-erfahrene Spieler wie ein Nico Herzig und auch Zweitliga-erfahrene Spieler. Also das wird ein unangenehmes Spiel. Pokal hat seine eigenen Gesetze, das ist immer wieder das Gleiche. Und das wird für uns eine große Herausforderung werden, die wir gerne annehmen. Dankeschön, Markus. Philipp, es geht gegen den Gegner, der eine Liga drunter spielt. Wie nimmt man das als Spieler wahr? Ändert es irgendwas in der Vorbereitung oder bereitet man sich genauso vor, als wenn der Gegner in derselben Liga spielen würde? Ich denke mal, ja, es ist genau das Gleiche, wenn wir jetzt wie in der zweiten Liga spielen würden. Und ja, das unterschätzt man auch leicht, dass es eine Liga drunter ist. Aber im Pokal darf man ja, keinen vernachlässigen. Und es wird genauso ein schweres Spiel wie jedes andere Spiel.